Hallo, liebe Freunde des guten und des besonderen Bieres. Ich bin's wieder. Nach langer Zeit mal wieder euer Biertester. Und es steht was vor der Tür. Halloween. Darum haben wir uns heute was ausgedacht. Berliner Brewbaker, Handwerksbrauerei. Pumpkin Lager. Ich bin wie so oft und eigentlich fast immer gespannt. Die Flasche selber macht schon mal ein bisschen was her. Longneck sieht schon ganz schön aus. Ja, da ist noch so ein kleiner Kürbiskopf mit drauf. Hier so, ne, so ein Fratze, so Halloween-Style. Gefällt mir schon ganz gut. Halloween oder auch Samhain Waren, Patten, was? Okay, verstehe ich nicht. Dieses Herbstklassikers, Hopfen, Wasser, Malz und Meer, Kürbis, Ingwer, Zimt, ja sehr, machen aus dem harten Nass zu Halloween einen Brauerspaß. Ah ja, da hat sich ja jetzt hier jemand mal richtig ins Zeug gelegt. Öko-Bierbrauerei. Ich bin jetzt ja nicht unbedingt der Mensch mit dem Öko-Fimmel, aber ich bin gespannt, ob man das auch schmeckt. Ich hatte eben auf dem Etikett noch was gelesen. Alkohol hat es auch, 4,8% für ein Lager. Eigentlich das, was man nicht so erwarten würde. 25 IBU, also es geht so ein bisschen in die Pilz-Export-Richtung. Ich bin gespannt. Hui, 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 da kommt mir aber was entgegen. Also jetzt so als Biertrinker würde ich erstmal sagen, ui, da ist was drin, was da nicht unbedingt so reingehört. Und man riecht schon den Zimt, ja. Und man riecht auch so ein Stück weit diese Kürbisnote. Ganz sicher. Also es ist ganz schön bunt. Fast ein bisschen Pfefferkuchen. So, schenken wir das Ganze mal ins Glas. Also an der Flasche kommt schon was ganz gut uns entgegen. Ich bin gespannt, wie das denn im Gläschen wirkt. Oh ja, da kommt uns jetzt hier jede Menge Frucht entgegen. Also der Kürbis kommt jetzt deutlich raus. Der Zimt ist jetzt hier am Glas nicht mehr ganz so intensiv wie am Flaschenhals. Wir wollen es jetzt wissen. Okay. Naturtrüb, ja, hätte ich mich jetzt bei Bio also auch gewundert. Ja, klar, Bernsteinfarben, fast ein bisschen dunkel, aber gut. Schaum ist gut, Schaum hält sich gut. Auch gut spritzig, also jetzt nicht Glas Sekt spritzig, aber es ist perlig. Und beim ersten Schluck ähnlicher Effekt wie in der Flasche, als ich vorhin dran gerochen habe. Erst schmeckt man Zimt und dann wird es kürbissig. Bier ist auch dabei, ja. Aber der Kürbis dominiert. Ja, also auch mehr als der Zimt. Interessante Mischung. Ingwer hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja, sind bestimmt auch noch ein paar andere Gewürze dabei. Wie gesagt, Ingwer, sicherlich vielleicht auch, aber hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Ganz deutlich Kürbis, 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 Kürbis. Zimt geht hinten raus ein bisschen verloren, ist aber auch doppelt gesund, weil
Ingwer und Zimt und so, ne? Das macht ja alles Mögliche mit einem und nur positives Zeug. So, wo packe ich dich jetzt hin? Ich meine, das ist natürlich eine saisonale Geschichte, ne? Also hier Kürbis kann man sicherlich auch noch im Frühsommer bekommen mittlerweile, dann aber das Ganze hier nicht mehr bio. Also ich meine, jetzt aktuell ist natürlich Erntezeit für Kürbisse und dementsprechend passt das auch hierher. Halloween steht vor der Tür, dementsprechend, wenn man da so ein Gimmick sucht, ist das da wirklich eine interessante Sache und ich glaube auch nicht, dass da jemand sagt, das mag ich aber gar nicht. Gut, wenn man gar keinen Kürbis mag, sollte man das lieber lassen, aber das weiß man ja, wenn man auf City Cat guckt. Auf meiner Skala von 1 bis 10. Ach, mach mal nicht lang rum, komm. Gute 7. Ja. Für eine 8 ist das Etikett ein bisschen dünn, 7 sind wir gut dabei. Wenn euch gefallen hat, was ich hier heute gemacht habe, teilt es mit der Welt. Erzählt allen davon. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Was auch immer, wo ihr uns hier empfangt, auch wenn andere Leute es noch nicht tun oder offline sind, erzählt ihnen von euch, mir. Wir trinken zusammen Bier. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Biertester.